So, hallo und herzlich willkommen im Keller heute mal wieder. Und wir machen ein bisschen Frage- und Antwortspielchen. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht von dem, was gerade so anstand. Und gibt sicherlich noch mehr, die ich mir irgendwann mal noch raussuchen kann. Aber heute hatte ich mal Lust auf die folgenden. Ne? Also, sind insgesamt 6 Stück. 5 dürften halbwegs kurz beantwortbar sein. Und zum Schluss heben wir uns dann noch die 6. Sache auf. Beziehungsweise, das ist eigentlich keine Frage, das ist mehr ein Statement, aber etwas, worüber man diskutieren kann. Und hier unten ist es kalt, drum bin ich ein bisschen wärmer angezogen. Ne? So, machen wir uns gemütlich, gucken wir, dass die Kamera noch halbwegs richtig steht und ich Platz habe für Beine. Und dann legen wir los. Und zwar Frage Nummer 1. Ich habe es mir jeweils in Stichpunkten handschriftlich notiert. Für euch blende ich sie ein. Die Originalfrage. Ist Förster nicht ein komischer Beruf? Man bekommt das Ergebnis seiner Arbeit gar nicht mehr zu sehen. Zumindest nicht in der Berufslaufbahn. Und wenn überhaupt, dann wahrscheinlich als ziemlich alter Mann oder eben Frau. Es gibt durchaus übrigens auch Försterinnen. Die nehmen übrigens erheblich sogar zu. Ja, ja, ist schon was Besonderes. Ich möchte mal eins vorneweg gleich schon mal kurz erwähnen. Da wurde neulich mal in den Kommentaren völlig zu Recht darauf hingewiesen und ich fühle mich schuldig im Sinne der Anklage, auch wenn ich gar nicht weiß, ob ich speziell gemeint gewesen bin. Aber wir, also die Gesellschaft und alle, die wir über den Wald und die Forstwirtschaft und die Forstwissenschaft und Ähnliches sprechen, wir vergessen gerne mal, beziehungsweise wir verwenden viel zu synonym für alle, die im Wald arbeiten, den Begriff Förster. Ja? Der Förster, der ist natürlich wichtig und das steht gar nicht ganz außer Frage, aber zum Beispiel dasselbe, was hier für den Förster gilt, dass der das Resultat seiner Arbeit möglicherweise im vollen Umfang gar nicht mehr zu sehen bekommen wird, das gilt natürlich auch für den Forstwirt und grundsätzlich ist es schon so, dass der Forstwirt sicherlich immer ein wenig zu kurz kommt, wenn über den Wald gesprochen wird. Dem braucht's auch, der ist sogar ganz außerordentlich wichtig. Nur mit Häuptlingen wird schwierig, den Stamm zu leiten. Man braucht auch ein paar Indianer zwischendurch, die dann auch mal hier tatkräftig irgendwas tun und nicht nur drüber nachdenken, vorsichtig ausgedrückt, was denn eigentlich zu tun ist. Denn der Förster fällt keine Bäume, der malt einen orangenen Strich dran. Ja, das Bäumefällen macht dann im Regelfall, mit wenigen Ausnahmen, kann schon sein, dass er mal auch mal einen Baum fällt, aber dann eher nur einen kleinen. Ne? Und wenn es mal ein großer sein soll, dann kommt der entsprechende Fachmann fürs Fällen von Bäumen, fürs Wiederhinpflanzen von Bäumen. Und auch der sieht innerhalb seiner Laufbahn, sage ich jetzt mal, seiner beruflichen Laufbahn selten einen Baum so alt werden, wie der dann eben alt wird, den er zum Beispiel noch als Auszubildender gepflanzt hat oder so. Ich hatte mal das Vergnügen, tatsächlich jemanden, der später Förster geworden ist, aber ursprünglich Forstwirt war, zu einigen seiner ersten selbst gepflanzten Bäume, also als Forstwirt natürlich, fragen zu dürfen, beziehungsweise erleben zu dürfen, wie wir die nochmal besichtigt haben. Und dann konnte er genau berichten, wie das hier damals ausgesehen hat. Natürlich vollkommen grundlegend anders. Also ohne das jetzt böse zu meinen, ein alter Mann heute. Ja? Und das war hochgradig spannend und hochgradig interessant. Und ja, das ist sicher seltsam. Mit Sicherheit ist das seltsam, dass man erst als über 80-Jähriger wirklich beurteilen kann, was man mit 16, also in seinem Fall jetzt zumindest, mit 16 im Wald eigentlich getrieben hat damals, als man die ersten Bäume seines Lebens dann auch wirklich gepflanzt hat. Und ja, das gilt eben auch für den Forstwirt. Darum ging es mir jetzt nur gerade, das war mir jetzt wichtig. Dieses Generationendenken, diese Selbstverständlichkeit, dass das, was du tust, du nie ernten wirst und das, was du erntest, du nie angepflanzt hast, das kommt sehr schnell. Das kriegt man sehr, sehr flott wirklich eingeprügelt und das Verständnis dafür
muss ich auch einfach einstellen, dass eben im Wald sämtliche Prozesse sehr, sehr langsam verlaufen, vergleichsweise, ne, verglichen mit anderen sage ich jetzt mal, Wirtschaftszweigen zumindest, verlaufen sie extrem langsam. Da kommt es ja damit unter bei anderen Bereichen auf Tage oder Stunden oder sowas an. Wir rechnen meistens so, was wollen wir denn in den nächsten 10 Jahren? Ich glaube, so in 8 Jahren könnten wir hier mal ein bisschen was fällen und in 5 vielleicht da. Auch kann auch in 7 sein, ist nicht so wichtig. Und auch da dieses Jahrzehnt machen wir da gar nichts. So in dem Stil wird da geplant und das ist auch ganz normal. Ja. Und man macht schon auch eine Jahresplanung, dass man ungefähr weiß, von dem Kram, der dieses Jahr ansteht, auf eben einen Bruchteil der Fläche, die man insgesamt betreut, in welcher Reihenfolge macht man da was? Ja, das schon, aber ja, das ist normal. Da kommt man ganz, ganz schnell, sobald man irgendwas über das Funktionieren und Werden und Vergehen im Wald gelernt hat, kommt man ganz schnell drauf, dass das alles in langen Zeiträumen eben entsprechend passiert. Ja, auch die Populationsentwicklung der meisten Waldtiere. Klar, die mögen mitunter eine kurze Lebensdauer haben, anders als Bäume. Ja, so eine Waldmaus, die wird nicht alt. Ein Fuchs im Regelfall auch nur 1,6 Jahre oder irgendwie sowas, glaube ich. Glaubt man gar nicht. Man könnte doch meinen, so ein Fuchs wird älter. Der wird auch potenziell sehr viel älter, aber nur die wenigsten. Ja? Also hohe Vermehrungsrate, hohe Sterberate. Wer die Jugendsterblichkeit sozusagen überlebt hat, der hat dann Erfahrung und wird dann zum besonders schlauen Fuchs im wahrsten Sinne des Wortes. Und die kriegst du eigentlich nicht mehr. Erfahrene Füchse, selbst wenn du sie kriegen wolltest, jetzt aus jagdlicher Sicht, die kriegst du nicht mehr. Das sind großartige Tiere. Also gerade so, wenn sie älter geworden sind, ganz, ganz toll. Und die sind auch dafür zuständig dafür zu sorgen, dass die Fuchspopulation auch gesund bleibt und stabil und hoch bleibt, weil die sich dann auch ordentlich reproduzieren, weil sie ja keiner mehr kriegt. Ne? So in dem Stil. Ja, aber das dauert alles. Das ist ganz normal. Für uns, die wir das damit eben ständig zu tun haben, ist das, glaube ich, nichts Seltsames. Nee. Nee. Aber ich kann verstehen, dass das für Außenstehende vielleicht ein bisschen so wirken mag. So, wir kommen zu Punkt 2 bzw. Frage 2 und da haben wir einen Klassiker, den kann ich aber versuchen, diesmal ein bisschen kürzer zu beantworten, als ich das sonst meistens tue. Alle sagen, Klimawandel ist schädlich für Wald, gleichzeitig sagt zum Beispiel ich, der Holzzuwachs ist zugenommen, wie kommt dieser Widerspruch zustande und da kann doch irgendwas nicht stimmen, beziehungsweise wie kommt das zustande, dass es da so einen Widerspruch zu geben scheint. Den gibt es auch tatsächlich, das ist so, ja. Wir müssen uns das so vorstellen. Klimawandel ist positiv für den Wald in folgenden Punkten. Vegetationszeitverlängerung, Temperaturanstieg, CO2-Düngung. Klimawandel ist aber negativ für den Wald in folgenden Punkten. Häufigkeit von Extremereignissen und für manche Regionen Rückgang von Niederschlag. So einen halben Finger, ich krieg den Finger nicht besser halb gehoben, kann man noch machen wegen dem Temperaturanstieg. Der ist per se erstmal kein Problem, führt aber zu einer höheren Vermehrungsrate bei Schädlingen und ist dann damit sekundär ein Problem. Wir haben also grob gesagt 3 positive Aspekte, wir haben grob gesagt 3 negative Aspekte. Jetzt könnte man meinen, 3 sind gut, 3 sind schlecht, gleicht sich aus, in der Mitte bleibt, wie es ist. Nee, ist es nicht, weil tatsächlich wird sich das noch zeigen müssen, aber es sieht so aus, als seien die negativen Aspekte einfach viel stärker als die 3 positiven Aspekte. Je nachdem, wo man sich befindet auf der Welt, kann aber auch der positive Effekt durchaus überwiegen. Wenn wir uns möglichst kalte Lebensräume angucken, die so kalt waren oder noch sind, je nachdem, dass da Leben generell nur sehr mühsam und sehr schwierig möglich war, dann wird so ein Lebensraum sich zwar von der Artzusammensetzung verändern,
Aber grundsätzlich wird da leichter und mehr Leben möglich werden, dadurch, dass Winter kürzer, Sommer länger, Temperaturen höher. Weil das sind alles die Sachen, die da früher dafür gesorgt haben, dass nur die widerstandsfähigsten und anpassungsfähigsten Lebewesen überhaupt da überdauern konnten. Und wenn diese Bedingungen weniger hart werden, dann überleben die erst recht. Und es kommen halt noch andere dazu. Und jetzt wird man langfristig allerdings auch wieder gucken müssen, ob die anderen, die da dazukommen, die bisher da in die ganz große Kälte nicht gegangen sind, nicht vielleicht stärker und durchsetzungsfähiger sind als die, die da vorher da waren. Ein schönes Beispiel, das man häufig beobachtet in der Zoologie, wäre Rotfuchs versus Eisfuchs. Der Rotfuchs, den kennen wir, das ist der, der bei uns rumspringt, großartiges Tier, gar keine Frage. Den Eisfuchs, den kennen wir vielleicht nicht unbedingt, das ist der Alopex lagopus, so habe ich ihn zumindest auch schlau kennengelernt. Und der ist deutlich kleiner als der Rotfuchs, hat ein im Winter weißes Fell, im Sommer braunes Fell, zumindest in den meisten seiner Populationen, teilweise machen sie auch keinen Fellwechsel, aber die meisten, eben deutlich kleiner. Deutlich dichteres Fell, ist ein Wolfviech, in Anführungszeichen, und extrem angepasst, auch aufgrund seiner extrem dichten Fellmasse, seiner Fellverfärbung, seines geringen Nahrungsverbrauchs, dadurch, dass er ein bisschen kleiner ist, hat er trotzdem einen geringen Stoffwechsel, das ist ein ganz besonderes Tier. Eigentlich gilt, je weiter nördlich du kommst, desto größer werden die Viecher. Das größte Rentier ist das nördlichste Rentier, der größte Wolf ist der nördlichste Wolf, der größte Bär ist der nördlichste Bär und so weiter. Beim Fuchs nicht. Der ist also wirklich so eine Spezialausnahme und trotzdem hat er es geschafft, als kleines Tier wahnsinnig angepasst eben gegen die Wetterphänomene, die wir in der Hocharktis finden, zu sein. Überlebt er vor allen Dingen, indem er dort brütende Vögel sich im Sommer eine ordentliche Speckschicht anmampft anhand dieser Vögel. Und dann mit dem, was er noch im Winter finden kann, halt einigermaßen klarkommt. Da ist seine Größe auch ein Vorteil, weil er zum Beispiel Lemmingen bis zum gewissen Grad in ihre Laufgänge unterm Schnee folgen kann und sich dann auch im Winter hier und da mal ein Lemming holen kann, wenn er Glück hat, wenn gerade genügend Lemminge vorhanden sind. Aber das ist alles hochkompliziert. Tatsache jedenfalls, da der Eisfuchs, abgesehen von seiner Frostresistenz, dem Rotfuchs in nix überlegen ist, wirklich in gar nix, muss der Eisfuchs, wenn der Rotfuchs kommt, weiter nach Norden ausweichen. Und wenn es warm genug wird, dann ist irgendwann im Norden nur noch nicht mehr kalt genug. Der Rotfuchs kommt da auch noch klar. Also das, was den Rotfuchs vom Eisfuchs fernhält, Kälte, gibt es gar nirgends mehr. Und das hätte dann zur Folge, dass dann irgendwann durch das Einwirken des konkurrenzstärkeren Rotfuchs, den kann man da keinen Vorwurf machen, der hat auch Hunger. Und wenn er da oben wohnt, dann muss er halt da was zu fressen finden. Und dann muss er halt das fressen, was der Eisfuchs auffressen würde. Und dann kriegt der halt nichts mehr ab. Führt dazu, dass der dann früher oder später ausstirbt. Das heißt aber nicht, dass damit jetzt... Ja, das ist so eine Sache. Ist es jetzt eine Katastrophe, dass der Eisfuchs ausstirbt oder, und das ist eine philosophische Frage irgendwo, eine ethisch-moralische Frage, die man in der Ökologie eigentlich nicht stellen sollte, oder ist zum Beispiel die Gesamtzunahme an Biomasse nördlich des 70. Breitengrades, ist das nicht eine Verbesserung? Ja, da gibt es jetzt mehr Bäume, mehr Sträucher, mehr Gras, mehr Vögel, möglicherweise, das wissen wir noch nicht so genau, jedenfalls finden die möglicherweise mehr zumindest terrestrische Nahrung, weil die meisten Vögel, die da oben brüten, brüten da deswegen, weil es da potenziell durchs absinkende kalte Wasser enorme Mengen an Krill bzw. Zooplankton im Wasser zu finden gibt. Und dadurch sich ändernde Meeresströmungen muss man dann erstmal noch abwarten, ob das so bleibt, ob da nicht möglicherweise Nahrungsgrundlagen für verschiedene Seevögel, die im hohen Norden brüten, und das sieht bisher sehr so aus, bei manchen Stellen, bei anderen Stellen wieder andersrum, nicht die Nahrungsgrundlage irgendwie kaputt gehen würde. Ja, aber grundsätzlich zumindest mal mehr Pflanzenwachstum ist da oben möglich, und da mehr Pflanzenwachstum mehr Tiere ernähren kann, die von Pflanzen wiederum leben, könnte man zum Beispiel auch von einer Zunahme der Rentiere als Beispiel ausgehen und dann wiederum von einer Zunahme der Wölfe, die gerne snacken, und dementsprechend hätten wir insgesamt mehr Biomasse, mehr Leben und vielleicht eben noch von Süden zusätzlich einwandernde Arten, die sich zumindest, solange es nicht mal wieder zwischendurch einen richtig, richtig harten Winter gibt, dann würden sie nämlich alle sterben, solange gegen die Extremwetter gewöhnten Tiere behaupten,
bis eben sie alle wieder sterben. Ja? Und das macht die Sache saumäßig kompliziert und es sind ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, die da immer jeweils wirken. Und je nachdem, welche Ecke wir uns auf der Welt angucken, können wir sagen, es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen schlechter. Und dann müssen wir erstmal vorne noch definieren, was ist eigentlich gut, was ist eigentlich schlecht. Und das macht die Sache unglaublich kompliziert. So, und zurück zum deutschen Wald. Eine Verlängerung der Vegetationsperiode führt zu einem signifikant schnelleren Wachstum von Bäumen. Eine Zunahme von Extremereignissen, die dann meistens gleich einen toten Baum zur Folge haben, wie eben eine Massenvermehrung von Borkenkäfern, sofern sie dann halt eben gerade in einem Wald sich Massen vermehren, wo auch viele Fichten drinstehen, die sie ja besonders gerne fressen. Wenn wir jetzt vom Fichtenborkenkäfer sprechen, es gibt ja noch viele andere. Oder Sturm. Schmeißt einen Baum um, dann ist er tot. Da kann er vorher noch so schnell gewachsen sein. Wenn er tot ist, hilft ihm das nicht mehr viel. Und das führt einfach dazu, dass derzeit ganz schwer zu sagen ist, ob wir, und das wird sich jetzt bald herausstellen, am 1. April ist Bundeswaldinventur, also ab 1. April Bundeswaldinventur, da wird man mal wieder gucken, wie sich denn der Wald seit 2012 verändert hat, wie sich die verschiedenen Parameter des Waldes seit 2012 verändert hat, und man wird sehen, haben wir mehr, haben wir weniger Wald, letzteres kann ich schon mal beantworten, wir haben weniger Wald, das ist jetzt schon klar, aber der Zuwachs der Bäume, die noch da sind, war der nicht möglicherweise noch höher als von 2002 bis 2012? Und das sind halt wirklich so Fragestellungen, die hochgradig spannend sind und die dann untersucht werden müssen. Und dann haben wir auch Klarheit und da werde ich ganz, ganz viel zu erzählen haben, wenn die Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur draußen sind. Bis dahin sieht es jetzt so aus, als würde es sich, also bis 2018 hätte ich gesagt, hält sich ungefähr die Waage, netto vielleicht ein kleines bisschen schnelleres Wachstum für den Wald, höheres Wachstum der Waldfläche sozusagen. Also mehr Holz wächst dazu, als von Extremereignissen umgeschmissen wird. Aber jetzt mit 18, 19 und 20, also die jeweiligen Jahre, ist es wahrscheinlich jetzt für diese Dekade nicht so. Aber nochmal, wir müssen gucken, ist schuld das Extremereignis, das viel Holz getötet hat? Und war es bis dahin super Zuwachs? Oder hat der Zuwachs auch abgenommen und zusätzlich ist noch ein Haufen Zeug umgefallen? Das wäre dann wirklich die Katastrophe. Dann dürfen wir uns auch auf ein Waldsterben 2.0, wie man das dann nennen möchte, freuen. Und dann wäre tatsächlich die Kacke am Dampfen. Aber grob Frage vielleicht damit beantwortet, dass es gibt positive Aspekte, es gibt negative Aspekte. Im Durchschnitt überwiegt die negative Seite, zumindest jetzt für die letzten 10 Jahre. In Zukunft, wenn die noch extremer werden, die Extremereignisse, die Häufigkeit der Extremereignisse zunimmt, aber nicht eine unendliche Steigerung des Waldwachstums durch zum Beispiel Kohlenstoffdüngung möglich ist, weil das würde auch eine unendliche Steigerung der Bewässerung des Waldes benötigen. Kohlenstoff allein hilft nicht, wenn kein Wasser da ist. Und deswegen, da zu den Extremereignissen auch Dürren zählen, dürfen wir davon ausgehen, dass netto Klimawandel für Wald schlecht, auch wenn Einzelbaumwachstum höher als vor Klimawandel ist. Ja, dafür ist die Mortalität, die Absterberate, einfach viel zu hoch. Ja, ich denke, das können wir an dieser Stelle dabei bewenden lassen. So, da war die Frage, wie können forstwissenschaftliche Erkenntnisse bei den kleinen Waldbesitzern ankommen? Beziehungsweise, wenn das doch alles so kompliziert ist, das gebe ich grob aus dem Hirn weit wieder, wie die Frage genau gewesen ist, aber wenn das alles so furchtbar kompliziert ist, und das ist es, das kann ich schon bestätigen, dass es das ist, wie soll denn dann der kleine Privatwaldbesitzer das dann überhaupt auf die Reihe bekommen? Das ist so eine, vielleicht so bis zu einem gewissen Grad sicherlich etwas, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man jetzt einen kleinen Privatwaldbesitzer, der vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, das wäre auch schon zu spät, beziehungsweise zu lange, noch nicht lang genug her, sozusagen, um noch eine Entschuldigung zu haben, Fichte gepflanzt hat. Ja? Kann man nicht einfach sagen, ja gut, der wusste das nicht besser, das hat man dem halt so nicht kommuniziert. Vor 40 Jahren würde ich das noch gelten lassen. Vor 30 Jahren in Bayern. Ne? In Bayern vielleicht. Nicht, dass in Bayern die Wissenschaft nicht so weit gewesen wäre, aber Bayern ist halt. Oh ja, wieder mal Elitenbashing. Ne? Ihr seid ein reiches Bundesland.
dürft ihr bleiben, aber dann müsst ihr euch auch ein bisschen Hohn und Spott gefallen lassen. Und außerdem ist es sehr liebevoll gemeint. Ja, jedenfalls, ich habe da studiert, dementsprechend darf ich das erst recht. So, was wollte ich denn sagen? Mensch, was war denn jetzt nochmal die Frage? Nicht so viel die Bayern ärgern. Das führt dazu, dass, ja genau, die Waldbesitzer. Ja, das Problem ist ja oft auch bei den Waldbesitzern, die haben schon die Möglichkeit, also spätestens seit, würde ich jetzt auch ungefähr auf 30 Jahre beziffern, haben die sehr gut die Möglichkeit, bei ihrem Förster nachzufragen, was sie denn jeweils pflanzen sollen. Und der hat tatsächlich seit circa 30 Jahren von seinem Oberförster, der wiederum von seiner Forstwissenschaft, hoffentlich, wenn er auf die hört, beziehungsweise von der Forstverwaltung, die dann wiederum meistens aus der Wissenschaft kommt oder zumindest einen direkten Bezug dazu hat, wird der damals schon gehört haben, dass Fichtenpflanzen ab sofort nicht mehr so schlau. Problem, gerade wenn wir uns jetzt Bayern angucken, da gibt's Ecken, da wird man deutlich später erst gesagt haben, Fichtenpflanzen nicht mehr so schlau, weil so hoch gelegen, dass die Fichte da schon fast eine natürliche Baumart ist. Und da ging man davon aus, dass man in Bayern noch deutlich länger mit der Fichte klarkommen wird, als sich jetzt zeigt, dass tatsächlich auch in Bayern das Fichtenzeitalter definitiv, sofern es das überhaupt jemals gegeben hat, kann man sich auch sehr, 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 sehr drüber streiten, beziehungsweise das gab es wahrscheinlich wirklich nie. Ja, aber auch in Bayern ist es zu Ende, jedenfalls. Sollte es da mal gegeben haben, das kann man schon so sagen. Es gab mal Klimabedingungen, da hat man in Bayern sicherlich sehr, sehr gut Fichte pflanzen können, ging damit wenig Risiko ein. Und da muss man auch sagen, vor 30 Jahren wird es den einen oder anderen noch gegeben haben, dem man das auch nachsehen kann, wenn er dachte, das sei noch immer so. Außerdem kommt erschwerend dazu, dass ein Privatwaldbesitzer den oft nicht kauft. Es wird insgesamt nur sehr wenig, wenn du Wald hast, dann behältst du den und vererbst den. Deshalb wird nur sehr wenig mit Wald gehandelt in dem Sinne. Und wenn du den Wald geerbt hast, dann geht das oft mit Großvaters Informationen, wie der Wald jetzt zu pflegen ist, einher. Und da Großväter grundsätzlich heilig sind, was ich durchaus nachvollziehen kann, so eine Einstellung, ne? Und man gerne das tut, was die einem dann mit ihrer jahrzehntelangen, wirklich extremen Lebenserfahrung mitunter, insbesondere wenn sie noch im Krieg gewesen sind und solche Späße, mit auf den Weg geben, dann ist man geneigt, das tun zu wollen. Das ist menschlich und das ist nachvollziehbar und das führt halt eben dazu, dass manche Ansichten der Waldbewirtschaftung, die seit 80 Jahren überholt sind, manchmal noch im Wald betrieben werden, weil der Erbe noch nicht so lange der Erbe ist und daher wirklich sehr, sehr alte Ansichten noch von Großvater oder von Vater oder von meinetwegen auch gerne von Mutter, die sich auch mit der Waldwirtschaft beschäftigt hat. Das ist statistisch gesehen einfach ein bisschen seltener. Ich will jetzt keine Frauen diskriminieren in dieser Hinsicht, aber kann natürlich selbstverständlich auch sein. Ja, und so gibt das dann von Generation zu Generation Informationen, die vor 200 Jahren vielleicht mal noch so korrekt waren, beziehungsweise man nichts Besseres kannte. Aber ja. Ja, und die große Frage lautet tatsächlich, da weiß auch noch niemand so eine richtig, richtig gute Antwort, die so richtig funktioniert. Wie soll jetzt die Forschung, die Forschungsergebnisse für den praktischen Waldbau zu den Kleinwaldbesitzern bekommen? Und das ist in der Tat relativ schwierig. Es gibt auf jeden Fall für Leute, die wollen, einen Haufen Seminare, die nichts kosten. Man kann seinen Förster vor Ort fragen, wie ich ja eingangs schon angedeutet habe. Und man kann selber Fachpublikationen lesen. Es gibt auch viele, die das machen. Problem allerdings auch wieder bei Letzterem. Das ist auch wieder ein großes Problem. Wie soll man als ohne Vorbildung erkennen, welche möglicherweise wie eine Fachpublikation aussehende Publikation denn überhaupt eine ist? Es gibt so viel Literatur zum Wald, wovon, ich sage jetzt nicht die Hälfte, aber sicherlich ist die Hälfte der Literatur, die man jetzt als Normalsterblicher auf einen großen Online-Buchhandelsseite beispielsweise zum Wald findet. Davon ist sicherlich die Hälfte aus meiner Sicht bestenfalls unvollständig oder stellt ein etwas verzerrtes Bild der Realität dar. Ja, also basiert jedenfalls nicht oder nur in Teilen, so wie es denen gerade recht war, die es geschrieben haben, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, und dann kann es halt eben auch passieren, dass jemand, der einen Privatwald hat, ohne das zu wollen und ohne böse Absicht, halt einfach an die falsche Literatur gerät, in Anführungszeichen.
Aber sind wir mal ehrlich, die falsche Literatur geht nicht in Richtung Pflanzen wie der Fichte. Fichte, das stimmt gar nicht. Fichte ist super, nach wie vor. Glaub niemandem, der dir sagt, dass Fichte nicht toll ist. Es geht mehr in die andere Extremrichtung. Dass viele Publikationen eben heute noch behaupten, die Förster, die Standardförster, die Mainstream-Förster, die wollen immer noch Fichten pflanzen und Kahlschläge machen. Was, wie gesagt, seit 30 Jahren kein Schwein mehr, außer in seltenen Ausnahmefällen und Bayern, mehr propagiert in dieser Art und Weise. Ne? Das war jetzt auch der letzte Bayern-Witz versprochen. Nächstes Mal mache ich mich wieder über die Schweizer her. ja, es ist schwierig. Es gibt da so diverse Kampagnen, die da von verschiedenen Forstverwaltungen in verschiedenen Bundesländern gefahren werden. Aber da die Hälfte vom deutschen Wald in privater Hand ist, kann es halt schon mal, je nach Region, wirklich ein Thema sein, dass ganz viele einfach drauf pfeifen, was da die Fachwelt so sagt und ihr eigenes Ding machen. Das ist ein Problem, ja. Also da hast du ein definitiv offenes Problem angesprochen, für das ich auch nicht wirklich eine großartige Lösung kenne. Wir könnten mehr Wald-YouTube-Kanäle entsprechend erstellen, aber das ist schlecht, weil dann habe ich Konkurrenz und deshalb bin ich dagegen. So, Frage 4. Grob geht es darum, wie erfasst man eigentlich, wie viel Holz entnommen wird? Misst man da jeden Baumstamm oder schätzt man das oder wie macht man das? Gibt es im Wesentlichen die dumme, aber effiziente Methode Werkseingang? Werkseingang heißt, du legst das Holz irgendwo hin, der Holz-LKW kommt, lädt's auf, fährt ins Sägewerk, da wird er gewogen, dann kann man aus dem Gewicht, da man weiß, wie viel der eigene LKW wiegt und wie viel Sprit der noch ungefähr drin hat und wie viel der Fahrer wiegt, der ist bei der ganzen Rechnung wirklich das kleinste Problem, kann man dann ungefähr ausrechnen, wie viel Holz hat der geladen. Und da sich das immer um frische Fichte zum Beispiel handelt, die frisch so und so viel Wasser eingelagert hat, ist auch fast immer ziemlich gleich. Und durchschnittlich ein Holzgewicht zwischen, also eine Rohdichte, wäre der Fachbegriff, zwischen so und so hat und man Erfahrungswerte hat, dass das Zeug, was hier vor Ort gewachsen ist, tendenziell eher im unteren Bereich oder im oberen Bereich ist, hast du dann schnell berechnet, wie viel Holz hast du da drauf. Und wenn du es noch genauer wissen möchtest, spätestens wenn die Dinger versägt werden, werden sie, bevor sie versägt werden, nochmal genau gemessen, wie dick ist denn der Stamm eigentlich und wie lang ist der jetzt genau. Und dann kriegst du im Endeffekt ganz genau raus, wie viel Holz du da eigentlich gehabt hast. Das ist deswegen die dumme Variante, weil als Forst willst du ja dein Holz verhökern und dann wäre es blöd, wenn dir hinterher der Kunde sagt, ohne dass du das kontrollierst, wie viel Holz du ihm eigentlich verkauft hast. Ja, weil dann kann der Kunde ja mal hier und da einen Stamm vergessen, den du ihm auch verkauft hast, den er aber nicht bezahlen will. Und das wäre einfach, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, könnte man schon so machen, macht aber keiner. So, deswegen muss man das halt im Wald auch nochmal messen und da ist die traditionelle Methode tatsächlich, wenn man da einen Polter von 30 Stämmen rumliegen hat, dann zählt man erstmal, ob das 30 Stämme sind. Einfach wirklich mit der Sprühdose Pünktchen dran machen, da könnt ihr sehen, ob ein Polter händisch erfasst worden ist oder nicht. Wenn Pünktchen dran sind, in regelmäßigen Abständen, dann, also auf jedem Stamm ein Pünktchen, dann war da ein älterer Herr, älterer Förster, am Werk und hat noch händisch gemessen. Wenn da weiße Striche drauf sind, dann war da ein entweder modernisierter älterer Herr mit technischer Unterstützung, die er bedienen kann, oder ein etwas jüngerer Forstmann am Werke und hat das Ganze mit technischer Unterstützung, nämlich mit einer App im Wesentlichen, mit der man ein Foto macht und die weißen Linien quasi als Sektionen das Ganze aufteilt, damit man nicht ein Riesenfoto macht, dann wäre der Fehler zu groß, wenn die App dann ungefähr ausrechnen soll, wie viel Holz da liegt, jetzt rein von der Fläche. Ne? Aus dem Foto rausrechnen, das sind so und so viele Stämme und die sind so und so so dick und irgendwie funktioniert das. Aber das schafft die nicht als Riesenpolter, sondern dann müssen wir so sektionsweise vorgehen und drum diese weißen Linien drauf, die erkennt die dann nämlich als Trennlinie, diese App, und kann dann eben den Bereich von weißer Linie zu weißer Linie deutlich besser, weil der kleiner ist, berechnen. Bei den kleinen Polter geht es natürlich auch auf einmal. Das wäre so die Hightech-Variante, aber dann weiß man ja immer erst nur, wie viele Stämme liegen da eigentlich und wie viel Fläche Holz haben wir hier jetzt an runden Stämmen, die uns hier gerade angucken, wenn wir da drauf gucken. Was man dann noch manuell immer noch messen muss, ist die Länge. Das heißt, man rennt immer noch mit dem Maßband einmal über die Stämme,
irgendwo oder an mehreren Stellen und macht am Ende einen Mittelwert und gibt den noch zusätzlich ein und dann sagt einem das Ding mit technischer Unterstützung sehr schnell, wie viel Holz da liegt. Ja, moderne Methode. Klassische Methode, wie gesagt, zählen, bei manchen Stämmen auch stichprobenmäßig ein paar Mal kluppen, wie dick sind die und dann aus mehreren Messwerten, wie viele man da jeweils individuell macht, bleibt dem jeweiligen Förster im Wald für die forstliche Genauigkeit oder auch über den forstlichen Daumen gepeilt, also wirklich so, so ungefähr, ja, das ist genau genug. Für die Praxis, ne? Nicht für die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist nochmal was anderes, aber für die Praxis ist, passt schon ungefähr, reicht wirklich. Ja, und das war früher. Aber heute wird das immer mehr definitiv mit der technischen Lösung gemacht. Und Variante 3 ist, wenn das Zeug mit dem Harvester gefällt worden ist, dann kann man sich's im Regelfall sowieso gleich sparen. Dann zählt man vielleicht noch die Stämme, wenn man dem Fuhrunternehmen nicht traut, die ganzen Stämme gefällt haben, ob da nicht vielleicht einer verschwunden ist oder so. Aber im Grunde der Harvester misst alles, was er fällt. Ja? Der macht Klammer zu, plonk. Weiß, okay, ich halte hier jetzt gerade auf einem Abstand von 34 cm einen Stamm, dann wird er wohl 34 cm lang dick sein. Und dadurch, dass er den ganzen Stamm ja auch durchfährt, bis auf die äußerste Krone, die wird dann halt abgeschnibbelt, weiß er auch, wie viel er da entlang gefahren ist. Das wird auch nachgezählt. Außerdem macht er ja jedes Mal exakt bei zum Beispiel 4 Metern einen Schnitt. Und dann ist auch klar, dass die Stammstücke, die da liegen, die der Harvester geschnitten hat, auch wirklich 4 Meter lang sind. Das ist eine Maschine, die programmierst du entsprechend. Kann sein, dass die trotzdem mal Fehler macht, aber dann ist sie kaputt. Im Regelfall wird es stimmen. Und da der das alles mitmisst und auch über die laufende Entlangfahren am Stamm auch immer mit seinen Greifärmchen, Entschuldigung, genau weiß, wie dick der Stamm an dieser Stelle jetzt jeweils ist, also relativ selbsterklärend und relativ simpel dann auf diesem Wege. Ja, es gibt noch diverse andere Methoden, aber das soll an dieser Stelle reichen. Wenn man die klassische Methode, sage ich jetzt mal, anwendet und es ein bisschen eilig hat und ein bisschen mehr rechnen möchte, dann kann man auch einfach am Stammfuß einmal den Durchmesser messen, also zweimal genau genommen, zack. Zack, damit man Unregelmäßigkeiten, weil ein Baum ist selten genau kreisförmig, sondern meistens mehr so ein bisschen oval. Deshalb einmal messen so, kriegt bei beiden meinetwegen 34,5 cm und jetzt misst man, der Stamm ist 7,50 Meter lang von mir aus. Das wäre eine ganz komische Länge, aber gehen wir mal davon aus, der wäre 7,50 Meter. Und jetzt kann man ja nicht das dicke untere Ende mit dem dünnen oberen Ende zusammenrechnen. Also wenn man jetzt sagt, der Stamm ist 7,5 mal eine Kreisfläche von 100 Quadratzentimeter von mir aus, ja, dann hätten wir 750 Kubikzentimeter Holz. Das stimmt ja nicht, weil der wird ja immer dünner Richtung Gipfel. Und drum rechnet man das meistens dann so aus, dass man auch die Formzahl verwendet. Das hat man vor vielen, vielen Jahren eben entsprechend auch im Rahmen dieser forstlichen Ertragstafeln ausgerechnet, dass jede Baumart eine Formzahl hat, dass der durchschnittliche Baum mit einer gewissen mathematischen Präzision um so und so viel dünner wird, je höher der wird. Und bei Fichte ist das meines Wissens 0,6 war es das? Ich krieg's nicht mehr zusammen, ich weiß es wirklich nicht mehr auswendig. Aber jedenfalls musst du mit dieser Formzahl, das ist dann eine 0, irgendwas. Irgendwas zwischen 0,4 und 0,7, meine ich. Irgendwo in dem Bereich. Wenn du das damit dann noch verrechnest, dann ist das der Faktor für die Abholzigkeit, also für das Spitzzulaufen eines Baumstamms, der am Gipfel eben dünner ist als am Fuß. Ja. Und so kann man es auch ausrechnen. Ich denke, das langt an dieser Stelle. So, Frage Nummer 5. Und dann kommen wir gleich auch zum großen Finale. Das wird nochmal was Längeres, wie gesagt. Die passt sich so ein bisschen mit der 4 an. Bei der 4, woher weiß man, wie viel Holz hat man rausgenommen? Bei der 5, ich interpretiere das jetzt mal so, woher weiß man denn, wie viel Holz man rausnehmen kann? Und welche Rolle spielt da die Baumart? Gemeint ist sicherlich so von der Idee her, dass es ja nicht sein kann, dass man sagt, mein Wald besteht aus Buche, Eiche, Fichte.
von mir aus. Ja, und mein Wald wächst mit durchschnittlich 12 Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Einfach so jetzt mal geraten. Und die Eiche wächst mit, sagen wir mal, 6. Die Buche mit 12, das wäre dann schon eine recht flotte Buche, aber das gibt es durchaus. 6 ist von der Eiche auch realistisch und die Fichte mit 18, auch das durchaus realistisch. Die Fichte ist zwar am Sterben, aber das liegt nicht daran, dass sie nicht mehr wachsen kann, sondern das liegt daran, dass sie halt immer von allem möglichen anderen Zeug gekillt wird. Wachsen tut die trotzdem noch schnell und sie hat auch nach wie vor ein gutes Holz, eigentlich. Ja, das muss einem immer klar sein, bei der Fichtenschelte, die die Fichte gerade bekommt. Das macht die nicht zu einem schlechten Baum. Die ist eine wunderbare Pflanze, gar keine Frage. Nur sie hat halt Probleme und sie wächst nicht. Wir haben sie dahin gepflanzt, wo sie halt nicht hingehört und dann kam noch dieser Klimawandel dazu und das sind jetzt zwei Faktoren auf einmal, die sie halt jetzt an den Stellen, wo sie leider hingepflanzt worden ist, leider aus heutiger Sicht, sehr nachvollziehbar aus historischer Sicht, da wird sie jetzt wahrscheinlich wegsterben und zwar relativ restlos. Außer in Mischbeständen, aber da gibt es nicht viele, wo Fichte im Mischbestand rumsteht, weil die halt im Heimbestand auch viele wirtschaftliche und waldbauliche und sonstige Vorteile mit sich bringt. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist jetzt, wie finden wir in unserem Mischbetrieb mit Buche, Eiche, Fichte, sagen wir mal alles zu gleichen Teilen, alles ein Drittel, jetzt raus, wie viel können wir von was entnehmen? Naja, ganz simpel gesagt, wenn wir uns die Holzentnahme für 10 Jahre überlegen und unsere Bestände sind alle so, dass sie jetzt quasi ins hiebsreife Alter hineinwachsen. Das ist nämlich auch nochmal ganz, ganz kompliziert. Wenn wir das Alter der Bestände berücksichtigen müssen, macht es überhaupt Sinn, da jetzt was zu fällen, dann wird das super kompliziert. Und das, ehrlich gesagt, da muss ich mich auch nochmal einlesen, wenn ich das jetzt wirklich machen sollte. Ich bin kein Forsteinrichter. Die entsprechende Fachrichtung innerhalb der Forstwissenschaften und beziehungsweise im Forstbetrieb nennt sich Forsteinrichtung. Das ist durchaus hochgradig komplex, insbesondere wenn man da moderne mathematische Formeln einsetzen möchte, Algorithmen einsetzen möchte. All das wird heutzutage durchaus gemacht und das ist eine hochmathematische Angelegenheit. Aber jetzt nur mal einfach erklärt, du weißt, dein Holzzuwachs insgesamt 12. Fichte wächst überdurchschnittlich viel, Buche wächst genau durchschnittlich und Eiche wächst 50% lahmer. Also Fichte 50% schneller als Buche, Eiche 50% lahmer. Ja, dann nimmst du halt, wenn du meinetwegen jetzt aufgrund dessen, dass die Bäume alle alt geworden sind und du langsam mit der Endnutzung anfangen kannst und ungefähr pro Bestand, also dass die alle alt geworden sind, würde dann heißen, die Eiche ist 150, die Fichte ist 80, die Buche ist, sagen wir mal, 100 und die Fichte kann meinetwegen auch 70 oder 60 sein, das passt dann auch einigermaßen. Jedenfalls, dann gehst du halt ungefähr hin und willst aufgrund der Gesamtzuwachses des Waldes davon ungefähr, sagen wir mal, 80% entnehmen, dann wäre das über die letzten 10 Jahre, wo es ja mit 12 durchschnittlich gewachsen ist, wären das dann, lass mich lügen, 9,6 Festmeter, die du da entnehmen möchtest. Also du lässt ein bisschen was vom zugewachsenen Holz noch zusätzlich stehen. Du könntest innerhalb der nachhaltigen Hiebsatzplanung, also wenn man das rausnimmt, was nachwächst, sogar alle 12 entnehmen. Das macht man im Regelfall wirklich sehr, sehr selten. Und 9,6, weil du rundest das noch auf 10 auf, damit es eine schönere Zahl ist, solltest du aber auch nicht tun. Meistens sind es wirklich auch so Komma-Werte, die in der Praxis verwendet werden, weil das der Algorithmus so ausgespuckt hat. Aber ja, sagen wir mal 9,6. Und wenn man jetzt weiß, dass man könnte das jetzt prima dritteln, 3 Eiche, 3 Buche und meinetwegen 3,2 Eiche, Buche, Fichte, dann hätte man aber die Eiche massiv übernutzt. Bei der Buche wird es genau hinkommen, die Fichte hätte man unternutzt. Das Resultat wäre eine Entwicklung des kommenden Waldes hinzu, da steht mehr Fichte. Das ist vielleicht nicht unbedingt was man haben möchte. Also muss man halt entsprechend ihres Zuwachses die Buche mit wirklich einem ganzen Drittel kannst du nicht nutzen, wenn du ein bisschen, beziehungsweise doch, das können wir so machen. Machen wir so. Die Buche nutzen wir mit einem Drittel vom Gesamtwert, also mit 3,2. Die Eiche wächst halb so schnell wie die Buche, deswegen nutzen wir die Eiche bloß mit 1,6.
Und die Fichte wächst nochmal eine ganze Ecke schneller als die Buche und die nutzen wir dann mit 4,8. Und dann kommen wir insgesamt auch auf unsere 9,2 und haben jede Baumart entsprechend ihrer persönlichen Wuchsbedingungen berücksichtigt, gleich viel von ihrem Zuwachs entnommen und das wäre damit dann ausgeglichen und eine nachhaltige Hiebsplanung für dieses kleine Mini-Beispiel. Ja, aber in der Praxis, wie gesagt, viel komplizierter, dadurch, dass die alle unterschiedlich alt sind und hier sind sie mal ganz alt und da sind mal überalt und da sind sie mal noch ganz jung und dann kannst du hier gar nichts machen und da wächst ja trotzdem was. Das ist nämlich deutlich komplizierter, wenn du Bestände hast, da wächst zwar, da macht es aber noch gar keinen Sinn, was zu fällen und andere Bestände hast, die würden weiter wachsen, die sind aber hiebsreif und du willst sie alle oder zumindest innerhalb von einer gewissen Periode nach und nach immer mal hier einen, da einen, dort einen, aber du willst sie irgendwann alle entnutzen und damit entnimmst du natürlich viel mehr als den laufenden Zuwachs in diesem Bestand jetzt konkret. Und das macht das dann wirklich so viel komplizierter. Aber ganz grob ist das Beispiel vielleicht einigermaßen verständlich.